Am Samstagnachmittag kam es kurz nach dem Ortsausgang von Bad Arolsen in Fahrtrichtung Wolfhagen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Die Person im Fahrzeug, zu der wir noch keine Informationen nennen können, ist noch am Unfallort verstorben. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall komplett zerstört, der Fahrer aus dem Fahrzeug herausgeschleudert, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Während der Bergungsarbeiten musste die alte B450 voll gesperrt werden. Am 16.02.2011 starb genau an dieser Stelle ein 22-jähriger Mann aus Bad Arolsen. Auch er kam von der Straße ab und krachte frontal gegen diesen Baum.